Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist euer Themengebiet. Es ist ein großer, gefragter Bereich auf meinem Kanal, deswegen komme ich dem natürlich auch nach und informiere euch, wie sieht es im O2-Netz aus? Und wir behandeln ja eigentlich ausschließlich die genialen Free-Tarife, die ihr einmal beim Provider O2 direkt bekommt, aber auch stark reduziert immer wieder über Fremdwebseiten, die O2-Free-Tarife über MD, über Mobilcom Debitel. Und eine gute Nachricht für alle, die Mobilcom Debitel-Verträge haben, sei es damals der O2-Free S, den ihr euch für 8,99 gesichert habt, ja, mit endlos Weitersurf-Garantie mit 1 Mbit, oder auch mein O2-Free Unlimited Max-Tarif. Alle Tarife, die ihr in der Vergangenheit abgeschlossen habt, diese Tarife werden jetzt um die Mehrwertsteuersenkung gesenkt. Ja? Profitiert bis zum 31.12., so steht es hier auf der Website. Ja, die Mehrwertsteuer wird an den Kunden weitergegeben. Auch das bei Mobilcom Debitel. Das sieht dann beispielsweise so wie bei mir aus. Ja? Ich habe normalerweise einen Tarif, der kostet 34,99 €. Ja, ich habe ja den O2 Free Unlimited Max, regulär 50 €, also 49,99 €. Und ich habe einen Rabatt von monatlich 15 € drin für 24 Monate. Also komme ich normalerweise auf 34,99 €. Ihr seht jetzt hier die krumme Summe, die kann bei euch eventuell dann auch krumm aussehen. Macht euch keine Gedanken. Ja, der Hintergrund ist die Mehrwertsteuersenkung. Also eine sehr, sehr geile Geschichte. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es gut, dass Mobilcom Debitel als Wiederverkäufer, wie sie sich in der Regel auch geben, hier die Mehrwertsteuer auch an die Kunden weitergibt. Also gerade liebe Grüße an guten Kollegen von mir, an den Luca, der den 8,99 € Tarif hat, oder auch einige von euch. Ja, wenn ihr jetzt eine nächste Rechnungserstellung die nächsten Tage bekommt, schaut mal drauf, freut euch mal. Es sind nur ein paar Cent, aber immerhin etwas, glaube ich, ist eine schöne Geste, dass das hier auch von Seiten Mobilcom Debitel weitergegeben wird. Ich glaube, soweit ich weiß, wird die Mehrwertsteuersenkung auch bei allen anderen Providern, großen Providern weitergegeben. Weiß aber nicht hundertprozentig. Wenn es einer weiß, gerne mal unten in die Kommentare schreiben, auch gerade für die anderen. Ja, eine sehr, sehr schöne Sache. Dann, ihr erinnert euch, ich habe meine Nummer damals, eine O2-Nummer mit zu Mobilcom Debitel O2 portiert, und da hat ein Zuschauer immer wieder in die Kommentare geschrieben, immer wieder reingeschrieben: Chris, du hast das noch vor dieser Portierungsgebühr Senkung der Bundesnetzagentur portiert. Es war tatsächlich auch so. Liebe Grüße an den, derjenige, der es geschrieben hat, ist glaube ich auch Abonnent bei mir auf diesem YouTube-Kanal. Ich habe tatsächlich für die Portierung keinen Pfennig gezahlt. Ihr seht jetzt hier kurz noch meine Rechnungsaufstellung. Da seht ihr die letzte Rechnung, wo das hätte berechnet werden können, wäre April oder Mai gewesen. Da seht ihr hier nochmal die Rechnung. Ja, also da ist es nicht ansatzweise eine Gebühr von 30 € fällig. Im Mai habe ich noch voll bezahlt. Ne? Mein O2 Free S, wisst ihr ja, der kostet regulär 29,99 €. Ich habe da eine 24 Monate 50% Reduzierung, weil ich damals verlängert habe drin. Wissen die meisten von euch, ich weiß. Aber hier nochmal der Hinweis. Ja, ich habe tatsächlich nur die 9,99 € bezahlt. Und im Juni sogar, am 8.6., das war die letzte Rechnungsstellung, habe ich sogar 10 € Gutschrift bekommen. Da ja, wie auch bekannt ist, bei mir große Netzprobleme sind. Das heißt, ich habe bei mir am Arbeitsstandort keinen Datendurchsatz, und O2 hat da sehr kulant gehandelt und mir die komplette Grundgebühr von 10 € gut geschrieben. Deswegen haben wir sogar 1 Cent, sind wir 1 Cent im Plus aktuell bei mir im Kundenkonto. Das nur nochmal so nebenbei, denn zum Thema wollte ich auch was sagen. Ich habe bei Tel-Tarif vorhin mal geguckt, ihr kennt wahrscheinlich die Website, viele von euch. An der Stelle liebe Grüße an die Kollegen von Tel-Tarif, das ist eine ganz tolle Website, wo ihr alle möglichen Informationen bekommt. Und hier ist das mit der sofortigen Portierung auch nochmal dargestellt. Da könnt ihr mal schauen, seit Mitte 2020 darf ja für die Portierung nur noch 6,82 € berechnet werden. Und ich meine auch Mobilcom Debitel, und ich glaube, von dem sprechen sie hier. Ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich denke, ich gehe mal davon aus, der Provider ist hier nicht genannt. Der hat einen kleinen Trick gemacht.
Wenn der Kunde die sofortige Portierung wünscht, das heißt nicht zu Vertragsende, sondern zu sofort, dann wurde hier eine Gebühr berechnet von den regulären 29,99. Und das Schöne ist, die Bundesnetzagentur hat hier mal ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, so geht es natürlich nicht. Ja? Egal, ob der Kunde die Nummer vorzeitig rausportiert oder zum Vertragsende, es sind maximal 6,82 Euro, die da in die Berechnung gehen dürfen. Eine kleine Sache ist bei der ganzen Portierungsgeschichte natürlich noch zu beachten. Laut meiner Informationsquelle und hier auch im Beitrag geschrieben, in den Kommentaren unten, ist eine interne Portierung bei Mobilcom Debitel nur mit extrem vielen Umwegen möglich. Das ist mir auch so bekannt. Vielleicht weiß das der ein oder andere von euch. Ich glaube, intern bei Mobilcom Debitel kann man gar nicht portieren. Man kann bei Mobilcom Debitel immer einen sogenannten Netzwechsel machen, ne? Weil Mobilcom Debitel ja jedes Netz anbietet. Das ist so ein bisschen komplex, ja. Und hier ist auch nochmal der Hinweis, dass Provider zum Beispiel, von denen ich ja auch immer nicht viel halte, aber ihr, die Zuschauer, habt manchmal da auch den ein oder anderen Geier-Tarif, und zwar WinSIM. Ja, also alle diese Drillisch-Untermarken, da könnt ihr natürlich auch nicht portieren. Ja? Also von SIM, WinSIM zu Deutschland-SIM und so, das ist alles Drillisch-Konzern, da ist eine Portierung nicht möglich. Und da sagt die Bundesnetzagentur auch, ja, das ist so in Ordnung, das ist halt so, das ist ein Unternehmen. Ja, da kann die Portierung sogar abgelehnt werden. Ja, da darf eine Gebühr auf jeden Fall anfallen. Ja, das nur mal dazu, ist ein schöner Artikel hier, der ist am 30.06. rausgekommen gestern, da kann man das auch alles nochmal abchecken, wenn ihr den Artikel dazu lesen wollt, verlinke ich euch natürlich die Quelle hier, könnt ihr direkt draufklicken, euch das nochmal ganz in Ruhe durchlesen. Ja, viele fragen mich immer, wie sieht's aus mit deinem O2-Free-Tarif, wie viel hast du im letzten Monat verbraucht? Ich habe so, ich glaube, an die 500 GB letzten Monat verbraucht. Ihr seht jetzt oben rechts hier auch, ich bin hier im Hotspot drin. Also das läuft alles. Ich streame viel Twitch. Gehe mit euch auch immer mal wieder live auf Twitch. Liebe Grüße an die Twitch-Zuschauer, wenn ihr da noch nicht folgt. Wenn ihr sagt, ach, ich würde auch gerne mal was live von dem guten Jungen sehen, dann checkt das auf jeden Fall mal aus. Unten in der Videobeschreibung habe ich meine Social-Media-Kanäle verlinkt. Da könnt ihr das einfach mal abchecken, wenn ihr sagt, ach, ich würde auch gerne mal live ein paar Fragen stellen oder zu dem einen oder anderen Content mal eine Live-Reaktion gerne einfangen, dann checkt einfach mal mich auf Twitch ab. Hauptsächlich bin ich natürlich hier für euch auf YouTube am Start, aber immer mal wieder bin ich dann auf Twitch für euch live. Mal ein, zwei Stündchen mit der Community Talk, macht mir sehr, sehr großen Spaß. Ansonsten, ja, ich genieße den Tarif. Ich habe hier und da immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich war heute auch in Neu-Wulmsdorf, vielleicht kennt das der ein oder andere. Da waren wir bei einem netten Chinesen, der da ein sehr schönes Buffet gemacht hat. Hat uns auch sehr gut gefallen. Liebe Grüße an Flo an der Stelle. Und da hatten wir auch so ein bisschen Netzprobleme. Da habe ich mal runtergeschaltet auf 3G, da war das auch nicht so doll. Also es gibt natürlich im O2-Netz immer die ein oder andere Problematik, das ist ganz so ganz einfach so, und aktuell habe ich gehört, wird bei O2 auch viel gearbeitet. Man will die Netzkapazitäten erhöhen und die Mobilfunkstation aufrüsten. Wir haben ein bisschen Verständnis dafür, wir wollen natürlich dann am Ende aber auch eine Verbesserung haben. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Spätestens das nächste Video kommt am Sonntag online, allerspätestens. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen. Bis bald.